Die türkis-grüne Regierung hat ein 326 Seiten dickes Regierungsprogramm vorgelegt. Das ist dieser dicke Wälzer hier, der mit einer aus meiner Sicht wunderschönen Präambel beginnt. Da steht drin, Österreich ist ein wunderbares Land, geprägt von Natur und Landschaft in Vielfalt und Schönheit, getragen von einer innovativen Wirtschaft, gelegen im Herzen Europas. Also ein netter Beginn, aber auch viel Inhalt, und den schauen wir uns heute an. Allerdings nicht das, was wir schon aus den Medien kennen, das 1-2-3-Ticket für die Verkehrsmittel, die Klimaneutralität 2040, die Ökosteuern, die möglicherweise kommen werden. Das kennen wir bereits. Wir schauen uns heute an, was sonst für uns Umweltrechtlerinnen und Umweltrechtler spannend sein kann. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Niederhuber von der Rechtsanwaltskanzlei Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien und Salzburg. Und der erste Punkt ist das UVB-Gesetz. Das sagt, das Regierungsprogramm für die Straßen und für die Eisenbahnen wird es künftig nur ein Verfahren geben. Bisher gab es eines beim Ministerium und eines bei der Landesregierung. Das wird künftig zusammengefasst. Wer von den beiden das sein wird, das wissen wir noch nicht so genau. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt setzt sich mit Verwaltungsverfahren auseinander. Das AVG ist das letzte Mal so richtig 1998 novelliert worden. Jetzt soll es geben eine einheitliche Kundmachungsplattform oder ein erleichtertes Beiziehen von Amtssachverständigen, um die Verfahren eben zu beschleunigen. Der dritte Punkt, Transparenz. Amtsgeheimnis und Amtsverschwiegenheit sollen abgeschafft werden. Stattdessen soll es geben so ein einklagbares Recht auf Information. Das hat schon mal im Regierungsprogramm gegeben. Müssen wir schauen, ob das diesmal auch tatsächlich umgesetzt wird. Der vierte Punkt, Verwaltungsstrafrecht, das Kumulationsprinzip soll angepasst werden. Das sagt ja, wenn ich ein und dieselbe Übertretung sozusagen mehrfach habe, dann bekomme ich auch sozusagen mehrfach die Strafen. Und da sagt ja der Europäische Gerichtshof, da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass das auch verhältnismäßig ist. Der fünfte Punkt betrifft Bau- und Raumordnungsrecht. Es soll eine klimaschutzorientierte Energieraumplanung des Bundes geben, wird rechtlich spannend sein, wie man das umsetzt. Es soll eine Bodenschutzstrategie geben, um den Flächenverbrauch zu reduzieren, und die Gebäudesanierungsrate soll bei 3% liegen. Klingt auch wenig, ist aber relativ engagiert. Sechster Punkt, Vergaberecht. Ökologiekriterien sollen im Vergaberecht verpflichtend mitberücksichtigt werden. Siebter Punkt, Abfallwirtschaft. Da gibt es relativ viele Festlegungen. Das Wichtigste aus meiner Sicht, dieses Altlastensanierungsverfahrensgesetz, das schon lange in der Pipeline ist, soll letztendlich kommen. Achter Punkt, Emissionshandel. Auf EU-Ebene soll ein CO2-Mindestpreis eingeführt werden. Finde ich spannend, weil sie eigentlich dem bisherigen Prinzip des Emissionshandels widerspricht. Man erkennt, dass man sich prioritär mit den Sektoren Stahl, Chemie und Zement auseinandersetzen muss, weil wir hier einfach einen Technologieschub brauchen. Stichwort zum Beispiel Wasserstoff als Speichermedium. Der neunte Punkt, Energie. Ja, also die Stromversorgung soll bis 2030 zu 100% aus erneuerbarer Energie oder Ökostrom kommen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Photovoltaikanlagen sollen besser werden. Wir sollen die Wasserkraft nochmal forcieren. All das aber bei Beibehaltung der Standards für Ökologie und Natur. Das heißt, dieses Spannungsverhältnis wird wahrscheinlich weiter bestehen bleiben. Der zehnte und letzte Punkt, den ich mir rausgepickt habe, Schutzgebiete sollen ausgeweitet werden. Möglicherweise wird es mehr Natura 2000 Gebiete geben. Und abschließend, nachdem wir da in der Reisnerstraße schon seit langer Zeit Radfahren gegen die Einbahn wollen und das nie bekommen vom Bezirk, der Radverkehrsanteil soll von 7% auf 13% erhöht werden. Ich bin also guter Dinge, dass wir das hier im dritten Bezirk auch noch schaffen werden.